einer neuen Wirklichkeit träumt unseren Traum. Wenn beziehungsweise zum großen Singen. Hier sind wir. Endlich ist es soweit. Weit, weit, weit im Voraus haben wir ja geplant. Aber leider kann man nicht gar alles planen. Und Jale ist leider krank. Und sie konnte nicht aus Hamburg anreisen. Deswegen schicken wir ihr ganz liebe Gedanken nach Hamburg. Sie hat gerade soeben uns noch ein herzliches Toi, Toi, Toi und herzliche Grüße an euch alle geschickt. So ist das halt. Aber wir machen jetzt trotzdem weiter. Steht auf, wir strecken uns. Ah ja, natürlich, ein bisschen einsingen muss natürlich schon sein. Und wir strecken uns. Yeah. Ja, endlich sehe ich mal all die Mäuler und Münder und die Gesichter und die... Wir summen, summt ganz leise, leise summen, viel leiser, so dass ihr mich sprechen hört,
Wir freuen uns über alle, die voller Sangeslust hier sitzen. Wir freuen uns über alle, die nur zum Zuhören gekommen sind. Und zum Strecken. Wir freuen uns über alle, die sich nicht vorbereiten konnten und einfach singen, so gut es geht. Wir freuen uns über alle, die geübt haben, vielleicht sogar auswendig singen. Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit, in der jede und jeder herzlich willkommen ist. Und jetzt, wie könnte es anders sein? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ohne mich. Bla, bla. Begeistert über die Mundöffnung. Ihr habt wirklich etwas gelernt. Das ist fantastisch. Endlich, endlich kann ich euch hören. Bla, 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 bla. Noch einmal. Bla, bla, bla. Ja, jetzt fliegen wir seitwärts mit. Von hier. Und freu dich den Tönen entgegen von hier. Noch einen mehr. Super, Benny. Ich kannte diese Übung nicht. Also. Aber er kennt dafür eine andere. Es war schon immer mein Traum, hier auf dieser Bühne zu singen. Es war aber noch größer, also noch ein größerer Traum, auf dieser Bühne Klavier zu spielen. Gut ist der Bass hier vorne, dann sieht man mich nicht. Der Tonmann nimmt natürlich das Klavier ab, oder? Wenn ich jetzt diesen Akkord spiele, wissen eigentlich alle, was jetzt kommt. Und... Das war schon sehr gut, aber mir fehlt ein bisschen die Musikalität. Die Freude, dass die Signora da ist. Ich muss es in euren Gesichtern sehen. Ich muss es schließlich 1,5 Jahre nicht sehen. Komm, singen wir! Widersetzen. Wir nicht.
Als ihr reingekommen seid und euch auf eure Plätze, die Plätze genommen habt, vielleicht habt ihr es gemerkt, vielleicht nicht, liegt ein farbiges Stück Papier auf euren Sitzen. Nicht bei allen, vor allem oben in der Galerie, aber unten. Und die haben unterschiedliche Farben. Wieso ist das so? Das ist die Autogrammkarte, die wir... Nein, das ist... Und zwar haben wir den Raum eingeteilt in vier oder mehr Gruppen. Ihr müsst mich dann korrigieren, ob das, wie das so ist. In vier Gruppen. Und jetzt möchte ich mal schauen, wie der Saal liegt. Ah, schön. Ah, so hübsch alle. haben sich alle fein gemacht. Nee. Genau. Und jetzt nehmt alle die Karten so nach oben. Yeah. Ein paar in der Galerie fragen sich, wo ist meine Karte? Ich habe schließlich dafür bezahlt. Super. Jetzt die Karte wieder runter. Wir möchten das auch ein bisschen besser sehen. Das heißt, von der Seite sieht man es nicht so gut. Alle, die eine hellblaue Karte haben, machen mal so. Yeah. Yes. Hellblau. Sehr schön. Alle, die eine hellgrüne Karte haben, machen so. Nein, so. Wunderbar. Alle, die eine dunkelblaue Karte haben, machen so. Ah ja, ja gut. Sehr schön. Und eine dunkelgrüne Karte haben, machen so. Super. Sehr schön. Das sind die Gruppen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir hellgrün sagen, dann meinen wir euch, oder? Und hellblau seid ihr, dunkelblau ihr, dunkelgrün ihr. Ja. Yeah. Okay, klar? Wir beginnen. Komm, ich fange mit hellblau an. Das weiß ich schon. Wir schreiben uns auf, Julia fängt mit hellblau an. Okay? Wir beginnen mit dem ersten Kanon. Lachend kommt der Sommer. Und das wollen wir gleich üben. Ohne Instrumente. Haben wir die Noten? Komm, das können wir gleich von Anfang. Lachend, lachend. Eins, zwei. Lachend, 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 kommt der Sommer über das Feld. Über das Feld kommt er lachend. Lachend über das Feld. Sehr gut. Gleich noch einmal. Wichtig ist, wenn man das Hahaha macht, dass es dann auch danach ausschaut. Bei vielen sehe ich ein bisschen lach. Es schaut so ein bisschen rein, als würdet ihr euch noch fragen, ob ihr die Türe zugeschlossen habt bei euch zu Hause. Oder das Licht ausgemacht habt. Noch einmal. Eins, zwei. Lachend, 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 kommt der Sommer über das Feld. Über das Feld kommt er lachend. Lachend über das Feld. Das gefällt mir. Sehr schön. Wunderbar. Und weil ich es jetzt, wir haben so viele Instrumente, da habe ich doch gesagt, am Anfang machen wir es gleich ohne Instrumente. Es ist wirklich ein toller Chor, muss ich wirklich sagen. Julia beginnt, dann kommt Benjamin. Mit und dunkelgrün und dunkelblau, weil eine Farbe reicht mir nicht. Ihr seht schon, in welche Richtung es heute Abend geht, okay? Und Barbara macht hellgrün. Bereit? Lachend. Wir singen einmal alle zusammen, das ganze Volkshaus und dann im Kanon. Lachend. Eins, zwei. Lachend, 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 kommt der Sommer über das Feld. Über das Feld kommt der Lachend. Lachend über das Feld. Und jetzt habe ich natürlich als guter Chorleiter etwas vergessen. Diese Fermaten oben, die ihr dort seht, die vergesst ihr. Ihr singt einfach bis zum Schluss. Irgendwann mal gebe ich ein Zeichen und das heißt, wenn ich am Schluss angekommen bin, dann höre ich auf zu singen. Der Schluss ist unten rechts, einfach damit das klar ist. Ja, ich weiß nicht, wer alles beim Einsingen um 9 mitgemacht hat und wer nicht. Okay, gut. So, jetzt. Einmal das Volkshaus und dann in den Gruppen. Lachend. Eins, zwei. Lachend, 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 lauter. Kommt der Sommer über das Feld, über das Feld. Lachen, 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 lach
Gabi! Ja. Ihr habt es schon gesehen, die Zeichen, die wir gegeben haben. Also wenn ihr so etwas seht, dann bedeutet das immer Achtung, irgendetwas geschieht jetzt. Feuerwerk oder Lichtshow oder irgendwie der Kanon ist zu Ende. Einfach, dass wir das wissen. Apropos Lichtshow, ja, wie ein Lauffeuer hat sich ja damals die Kunde vom Einsingen um neun, vom täglichen Einsingen um neun rumgesprochen, die Lust am Singen zu teilen. Deswegen sind wir ja heute auch hier. Und wir singen nun beide und rufen zum Chor alle Sterne hervor. Ein Stimm beginnt im Abendsacht. Und im nächsten Kanon, ihr kennt ihn alle, wird der erste Einsatz wieder hellblau sein. Das wird nicht immer so sein. Dann der zweite dunkelblau, dunkelgrün, hellgrün. Aber zuerst, und das wird oft heute so sein, wird nach einem kurzen Intro Barbara den Kanon einmal vorsingen. Ihr werdet es hören. Es war etwa das 20. Einsingen von Julia. Julia hat das Lied Dis-moi, beau printemps mit euch gesungen. Ich erinnere mich noch genau an meine Gefühle. Julia hat es so wunderschön vorgesungen. Da wurde mir bewusst, was mit diesem Einsingen um neun möglich ist. Trotz jämmerlicher Computerlautsprecher kann man gemeinsam Musik erleben und singen. Noch schöner ist es jetzt natürlich live mit euch. Und wenn ich an den Mai vor 2 Jahren denke, dann muss ich sagen, wir haben das alle so verdient. Ihr hört ein kurzes Vorspiel, dann singt Daniel das Ostinato vor, dann singt Julia das Lied vor und dann folgt der Kanon in folgender Einteilung: hellblau mit Julia, dunkelblau mit mir, dunkelgrün mit Benjamin, hellgrün mit Daniel. Achtet auf die Lautstärke, am Schluss werden wir ganz leise. Ces fleurs, pour qui sont ces chansons? Pour qui sont ces fleurs?
Ja, manchmal darf in den sorgenvollsten Zeiten etwas Gutes wachsen. Was so in etwa klingt wie das Motto von Einsingen um neun, stammt eigentlich aus einer noch berühmteren Feder, nämlich aus der Feder von Wolfgang Amadei Mozart. Le Donne Virtuose und Barbara singen euch und spielen euch jetzt nämlich Un Moto di Gioia. Ein Gefühl der Freude. Thank you.
Und von Mozart springen wir zu Beethoven, zum wehleidigen, kranken Senior Abate. Da kann man jetzt eben wieder das genau brauchen, diesen, was wir vorher schon geübt haben. Daniel, dann beim Kanon. Daniel wird mit den hellgrünen beginnen. Ich werde in der Mitte die dunklen Farben, dunkelblau und dunkelgrün. Und dann ist Benjamin mit hellblau. Jetzt wollen wir einmal schauen, wer denn wirklich da ist. Ich brauche Saallicht. Ja, genau. Wir haben nämlich viele Fragen an euch. Und zwar könnt ihr, wenn es euch betrifft, ja zum Beispiel mal so machen oder so, so, so. Also wir wollt, wer im Saal ist seit dem legendären 23. März 2020 beim Einsingen um 9 dabei. Seit dem 23. März. 2020 meinen wir. Sind schon weniger Hände. Unglaublich, bravo. Wer ist mehr oder weniger täglich mit dabei? Kein Wunder, dass das so schön klingt hier. Finde ich auch. Wer schreibt denn während dem Einsingen regelmäßig im Chat?
Ja, und... Ja, und wer ist denn heute... Wer ist heute nur zum Zuhören da? Super. Ja, herzlich willkommen. Ihr seid auch ganz herzlich willkommen. Oh, oder noch besser. Noch besser, wer singt jetzt zum ersten Mal mit uns mit? Ja, yeah. Sehr gut. Yeah. Bei dieser Frage kommen die meisten Hände. Wer ist alles aus dem Ausland angereist? Yeah, wow. Hey. Wow. Toll. Schon ein bisschen verrückt, was da entstanden ist. So, und wir haben uns alle noch nie gesehen. Und eure Reaktionen waren ja sehr unterschiedlich. Manche haben gesagt, sie haben jetzt das Ticket nach Australien gebucht, damit sie ja weit weg sind. Nein. Aber manche waren schon auch ein bisschen nervös, also so wie wir. Und manche haben aber auch gesagt, es wäre schön, eben, ich sehe schon ganz viele so Schildli. Es ist ja immer auch ein bisschen Schweizer Deutschunterricht bei uns. Schildli mit euren Namen. Und wir werden also in der Pause hier auch nochmal so Klebeband und Stifte, ah, hier sind sie schon, werden die da sein und auch bei der Garderobe, wer Lust hat, noch hinzuschreiben, Namen oder woher ihr kommt oder überhaupt euer Lebensmotto. Feel free! Ja, der Frühling hat uns ja damals schon eigentlich das Einsingen um 9 gebracht, aber eigentlich sah es ganz gar nicht so schön aus vorher. Wir sind jetzt aber seither eigentlich wie die fleißigen Bienen dran und über den Frühling hatten wir auch einen sehr schönen Kanon, Spring, Spring, Spring. Und als ich mit Simone darüber gesprochen habe, was wir dann daraus machen könnten, da hat sie uns noch einen Jazz-Standard vorgeschlagen, den wir jetzt noch zuvor spielen wollen. Aber ich wollte euch jetzt schon mal 3 unserer Musiker vorstellen, nämlich unsere Rhythm Section. Das ist Patrick Horath am Schlagzeug. Roland Hofer am Bass. Ja, und wer kennt sie noch nicht? Unsere liebe Simone, die schon so viele Kanonsingen begleitet hat. Ja, und Simone spielt auch noch ein ganz spezielles Instrument. Vielleicht wisst ihr, wie das heißt. Wir hören es und nachher könnt ihr mir dann sagen, wie das heißt. Honeysuckle Rose und die Anleitungen für Spring, Spring, Spring folgen im Stück. Every honeybee filled with jealousy. When they see you out with me, I don't blame them. Goodness knows, honeysuckle rose. When you're passing by, blues deep inside. Reason why you're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. You're taking sips from your tasty lips. Seems that honey filled it drips. Your confections, goodness knows, honeysuckle roots. Da 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 da
taking sips from your tasty lips. Seems that honey fairly dripped your confection. Wir hätten auch noch ganz viele Vogelpfeifen gehabt, aber die haben wir jetzt zu Hause gelassen, denn wir müssen ja irgendwie auch noch träumen können, was dann nächstes Mal ist. Ich sing's euch jetzt mal vor. One, two, three, four. Spring, 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 like all the birds that sing. Spring, 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 with all the flowers that ich werde dann beginnen mit hellblau, schon wieder hellblau, aber das wird nicht immer den ganzen Abend so sein. Dann kommen Benjamin und Barbara zusammen mit der dunklen Masse in der Mitte, dunkelgrün und dunkelblau. Und dann kommt eine Pirouette von Dani. Wir beginnen. One, two, three, four. Spring, 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 with all the birds. Jetzt sind wir so richtig eingestimmt auf Swing und mit dem Swing-Kanon geht's auch gleich weiter. Ja, herzlich willkommen in dem etwas ruhigeren Swingland. Ich singe euch zuerst jeden Teil einmal vor. Und zwar gleich. Duga duga, ga duga duga duga. Duga duga, ga duga duga duga. Und dann der zweite. Dum 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 dum. Nochmal dum dum. Dam, du, du, dam, dam, du, nochmal. Dam, du, du, dam, dam, du, und die Nummer 4. Du, dam, du, dam, du, nochmal. Du, dam, du, dam, du, super. Und die Reihenfolge, die ist folgende. Achtung, Überraschung. Hellgrün beginnt mit Daniel. Dann kommt dunkelblau mit Julia. Dunkelgrün. Dunkelgrün mit Julia, hoppla.
Barbara, dunkelblau und dann mit mir hellblau. One, two, three, four. Duga, duga, ga, duga, duga, duga. Duga, duga, ga, duga, duga, duga. Duga, 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 duga. Duga, 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 duga. Duga, 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 wir nehmen die ruhigen Rhythmen gleich weiter ins nächste Lied, Maienwind am Abendsacht. Diesen Kanon habt ihr ausgewählt. Le Donne Virtuose, unser wunderbares Streichquartett, hat ein stimmungsvolles Vorspiel dazu komponiert. Wir Solisten werden vorsingen und dann kommt die folgende Einteilung. Zuerst Daniel mit Grün, Benjamin Dunkelgrün, Julia Dunkelblau und hellblau mit mir zusammen, lasst eure Stimmen zart und leise fließen wie ein Maienwind. Wie ich durfte dich
Wunderbar. Ich bin Sänger, ich bin Chorleiter, Kantor und was sonst noch alles. Und alles eigentlich nur aus der einzigen Überzeugung, dass Musik mit der Stimme das Allerschönste ist. Sei es gesungen, sei es geleitet oder gelehrt, wie auch immer. Und deswegen singen wir jetzt für euch Veillez du a cappella. Wir singen die erste Strophe für euch. No, 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 no. Ich bleibe nicht, dass Jesus wächt, dass du mich der Mislabut trägst, dass du mir Hüß und Heimat bist. Und wenn du fehlst, Sonnen erlischt. Oder? Das ist genau der Grund, wieso wir das machen. Genau aus diesem Grund. Aber wisst ihr, was noch schöner ist, als zu vier zu singen? Zu eins, zwei, nein, das geht mir zu lange. Wichtig ist weisch und nicht weisch. Wir müssen wirklich Walliserdeutsch. Glaubt es mir, ich komme von dort. No, 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 ihr dürft die Stimme aussuchen. Ich Ja, die Übersetzung wäre, ich glaube nicht, dass du sonst wissen würdest, dass du mich durch mein Leben trägst, dass du mir Haus und Heimat bist und wenn du fehlst, dass die Sonne erlischt. Ich glaube nicht, dass du sonst wissen würdest, dass du mich durch mein Leben trägst. Wo höre ich auf? Wo fangst du an? Wo ist der Zaun, die Grenze, sagt, weißt du es. Dolmetschen kann sie auch noch. So. Der Sommer ist gekommen. Sommer ist gekommen. Ja. Seit mehr als 700 Jahren reist dieser allererste aller Kanons durch die Generationen. Und heute, im Jahr 2022, ist er im Volkshaus Zürich angekommen. Wir haben ein spezielles Instrument auf der Bühne. Wo ist sie? Hier, unsere Simone. Sie spielt nicht nur Klavier, sondern auch Shrutibox. Das ist ein Instrument, das aus Indien kommt. Wir hören Bordun-Töne und das passt eben zur Zeit dieses Kanons. Sie wird es gleich spielen und Daniel singt einmal die unterste Zeile, das Ostinato dazu. Sing, go, go, sing, go, go.
no sing go go hey 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 sing go. Übrigens das andere Instrument, was die Simone gespielt hat, das war das sogenannte Kazoo. Nicht zu verwechseln mit was Benjamin dachte. Kein Zoo. Der Zoo kommt auch noch. Später. Zuerst kommt der Sommer. Haben wir Daniels Humor nicht vermisst in den letzten Monaten? Ja! Yeah! So, jetzt hören wir ein feuriges Vorspiel der Donne-Virtuose. Dann singt Benjamin solo und dann folgt sofort der Kanon mit Hellgrün, Achtung, nicht mit Daniel, mit Benjamin, Dunkelgrün mit mir, Dunkelblau mit Julia, Hellblau. Nein, ich weiß, ihr würdet gern mit Daniel singen, aber das müsst ihr selbstständig singen. Und ihr wisst, was ich immer sage, lieber falsch, aber mit Charakter. Am Schluss singen wir das alle miteinander. Schaut einfach ganz gut auf Daniel, er wird es dirigieren. Übersetzung davon und sehen uns in einer halben Stunde in neuer Frische zum weiteren gemeinsamen Singen.
mit welchem Getränk ich jetzt aufwarten werde. Aber zuerst möchte ich unser wunderbares Streichquartett vorstellen. Wir haben nämlich die Donne Virtuose, Katharina Klemm, Franzi Frick, Nicole Hitz und Eva-Maria Burkhardt. Ganz herzlichen Applaus! Ja, und jetzt geht es natürlich weiter mit Chocolat Show. Und ich werde es einmal vorsingen, so ein bisschen um die in die Stimmung zu kommen. Und danach ist Hellgrün dran mit Benjamin, nämlich so beginnt es. Dann Barbara wird dunkelgrün und dunkelblau betrinken. Und Daniel ist mit Hellblau dran. Aber jetzt beginne ich mal mit dem Kahn. Sonderegger an der Posaune. Etwa 100 Mal ist Daniel am Sonntagmorgen für euch aufgestanden. Und fast ebenso viele Kanons hat er für euch komponiert. Und
Und jetzt singt er für euch ein süffiges Solo aus dem Süden Azzurro, denn singen kann er auch noch. Cerco l'estate tutto è l'anno e l'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Tutti insieme! Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. Più forte! E all'orgo di non avere più ristorte senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Ancora una volta! Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te, 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 te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Wow, war das ein toller Sänger? Dieser stylische Hut, fantastisch. Das nächste Lied wäre Café Classico. Aber wir werden es jetzt aus Zeitgründen streichen, weil meine S12 fährt dann irgendwann einmal. Was waren das jetzt für Pfiffe? Ach so, Anmachpfiffe, okay, gut. Dann ist das in Ordnung. Nein, wir haben etwas viel, viel Besseres. Als wir Einsingen um 9 vor 2 Jahren begonnen haben, hätten wir nie gedacht, dass so viele Menschen aus so vielen verschiedenen Regionen, unterschiedlichen Ländern kommen, auch teilweise andere Sprachen. Ich habe gehört, heute ist jemand aus Finnland hier. Ich weiß gar nicht, wo ist sie? Hey! Ich kann nur ein Wort auf Finnisch, Kiitos. Kiitos, dass du hier bist, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und wir sehen, es sind so viele unterschiedliche Menschen. Menschen mit verschiedenen Farben und die machen zusammen einen Regenbogen. Und das ist der nächste Song von Benjamin, Over the Rainbow. Thank you.
that you dared to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far. Ich gebe es zu, die Anspannung auf dieses Konzert hin war riesig. Wir haben es auch von euch gespürt und wir haben es in der Pause zueinander gesagt. Wir sind so glücklich, wie wunderbar das funktioniert. Wir wussten nicht, ob wir da auseinanderfallen, ob wir uns hören. Und es macht einfach nur Freude und ich kann eure Stimmen richtig genießen. Das ist einfach wunderbar. Eure Vorfreude auf dieses Konzert hat uns bereits motiviert, weitere Pläne zu schmieden. Ihr habt es im Abend. Ihr habt es im Abendprogramm vielleicht schon entdeckt. Am 3. Dezember gibt es das große Weihnachtssingen, 200 Meter von hier in der Citykirche am Stauffacher. Und wir freuen uns schon, euch dann wiederzusehen. Jetzt geht es leise weiter, alles schweiget, aber singen tun wir trotzdem. Es gibt ein Vorspiel und dann singen wir es zusammen vor. Dann folgt Grün mit Daniel, die Mitte, die dunkle Mitte mit Julia und Blau ist mit Benjamin.
alles schweiget, Nachtigalle. Mit süßen Melodien Tränen ins Auge, Schwermut ins Herz. Alles schweigen, Nachtigalle. Alles schweigen, Tränen ins Auge. Ich glaube, ihr wisst schon, was jetzt kommt. Ich finde auch, es macht wenig Sinn, dass alle sitzen, deswegen stehen wir alle auf. Ah, schon viel besser, oder? Die Durchblutung läuft, der Kreislauf regt ein bisschen an. So kann man das Küppli besser verdauen, oder? Singen wir zusammen. Fantastisch, wie das klingt. Und mit so einem Chor singe ich doch einmal diesen Nonsenskanon vor. Boing, chiqui, brata, preto, paletto, boing.
ein Chiqui Prata, Preto Paletto. Kakaka, quiero, 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 quiero. Kakaka, quiero, 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 quiero. Chirumba, chirumba, ba. Chirumba, chirumba, ba. Bumba, bambero, bumba, bambero. Bumba, bambero, bumba, bambero. Boing. Super klingt das, oder? Jetzt aber, es reicht nicht mit nur singen, sondern wir müssen uns auch bewegen. Julia, was hast du für uns bereitgestellt? Naja, also die Musiker mussten es auch schon üben. Und ich mache es spiegelverkehrt jetzt noch einmal. Also ihr wisst ja, dass irgendwie, wir haben es immer noch nicht gecheckt, wie das geht eigentlich mit dem, wenn ich so mache, dann macht es im Bildschirm so und das ist einfach sehr komisch. Aber ich beginne links und ihr beginnt rechts und das geht so. Dann drehen wir die Hand, dann gehen wir zu den Ellbogen und dann hinter den Kopf. Und dann können wir das so machen. Also das Wichtigste ist sowieso, dass man einfach total nett lächelt. Das ist das Erste, was wir mit den Bläsern geübt haben. Hab können sehr gut. Schaut sie an, wie sie strahlen. Und dann noch ein bisschen lockerer in den Kniegelenken wäre super. Ja, und jetzt beim zweiten Mal ist es ganz einfach, weil es ist einfach der Pinguin. Da kann man auch weniger erfreut reinschauen. Oder so. Ja, und dann die dritte Bewegung ist so ein bisschen mit den. So die Schultern nach hinten, aber eigentlich auch noch die ganze Wirbelsäule, die dreht auch noch ein bisschen mit. Und das letzte ist ganz einfach. Jetzt müssen wir das dann auch nur noch zusammensetzen, gell? Genau, Julia beginnt mit Hellblau, Benjamin mit Dunkelblau, Barbara mit Dunkelgrün und ich wieder bei meinen Hellgrünen, dort oben und hier unten. Seid ihr bereit? One, two, boing, 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 hey! Boing, chiqui, prata, preto, paletto. Boing, chiqui, prata, preto, paletto. Boing, chiqui, prata, preto, paletto. Gegroovt jetzt, das ist auch wichtig. Ja, das ist schon legendär, dieser Nonsenskanon. Ich liebe ihn. Ja, also auf jeden Fall, eben, die Bläser haben mir eigentlich auf der Probe gedroht, dass immer wenn ihnen langweilig sein sollte, dann würden sie denn das machen. Deswegen dachte ich, dann ist besser, sie gehen ab in der ersten Hälfte, wenn die Streicher spielen. Also nichts gegen die Streicher, sie spielen ganz wunderbar, aber ich hatte einfach Angst, dass sie dann schon beginnen. Deswegen. So, jetzt wollen wir aber schleunigst einen Titel hervornehmen, wo sie ihr ganzes Können zeigen können. Julia hat vergessen, dass wir eigentlich auf den Schluss fertig machen. Und dann wollte sie, hat sie das vergessen, oh, hat sie noch ein Solo reingetan. Du, du. Das
ist alles, was ich kann. Ah, also der nächste Titel, Take 5, einer der, ja, das ist eigentlich die Jazz-Single, die am meisten verkauft wurde, Dave Brubeck Quartet, geschrieben von Paul Desmond, 1959, ja, also Sie haben noch die Chance, das zu übertreffen mit Ihren Hits, und bei dieser Gelegenheit möchte ich Marc Jauzi ganz herzlich für seine wunderbaren Arrangements danken. Die Groovigen kommen nämlich aus seiner Hand. Ja, und weil Marc ist eben auch so ein Hybrid, das gibt es ganz selten, das ist eine Gattung von Musikern, die machen eben beides, so wie ich. Und wir haben schon ganz viele schöne Konzerte und Programme zusammen gemacht. Und er dachte, na, Take 5, das ist ein bisschen langweilig, da muss ich noch was dazu nehmen, nämlich Mission Take 5. Go! Noch richtig gut versteht, möchte ich noch mal unsere Bläsergruppe vorstellen. Gerade hat Solo gespielt Jörg Sandmeier am Saxophon. Dann hat unser Marc Jauzi an der Trompete Solo gespielt. Und das ist Xavier Sonderegger. Herzlichen Applaus. Und ich singe euch diesen Kanon einmal vor. Bom, bom, bedum, bom. Do-ba-d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 o-
der Dani mit hellgrün beginnen, der Benjamin dunkelgrün. Ich nehme mir die dunkelblauen vor und Barbara wird mit hellblau singen. Ja, Patrick. Einfach weiter. Wir sind jetzt wirklich im Groove, Chromatik. Wir schließen gleich an. Ich will nicht viel schwatzen. Es kommt dann wieder ein Vamp. Ich erzähle, wie die verschiedenen Farben dann singen werden. Mit den hellblauen wieder einmal. Hallo, wie am Anfang. Dann der Benjamin nimmt sich die dunkelblauen vor. Barbara mit den dunkelgrünen. Und ich glaube, jetzt haben wir dann alle Kombinationen einmal gehabt. Wir wollten ja nicht, dass es langweilig wird. Achtung, es beginnt gleich beim nächsten Mal. Keep doobie doobie down, doob schwab.
unsere Jazzband, Donne Virtuose. Sind wir mal ehrlich, so einen Abend habt ihr euch nicht vorgestellt, hä? So tolle Musiker, hä? Schon toll, was sie machen. Kommt, noch einen Applaus für unsere Musiker! Das ist einfach ein Genuss, so zu singen, oder? Der nächste Kanon ist ziemlich bekannt. Ich brauche gar nicht zu sagen, außer dass er ziemlich zeitlos ist. Ist los, wer fängt sie ein? Am Horizont sieht ganz aus. Singen wir mit. Ein Schiff des Winds, es flog so weit, denn sie ist immer da. Die Zeit ist los, wer fängt sie ein? Am Horizont sieht ganz aus. Hier alleine. Veni ostinato! Danke, Ann-Kathrin. Ja, wir sind schon beim letzten Lied des gedruckten Programms. Nach dem Konzert, dann hoffen wir, euch persönlich zu begegnen. Wir werden dann hier vorne ein paar Reihen wegräumen, sind dankbar, wenn ihr ein paar vielleicht helfen, Stühle aufeinander zu stellen. Jetzt schon vielen Dank. Einige Volkslieder, die klingen auch ganz schön, wenn man sie gleichzeitig singt. Wir kommen zum Quodlibet. Und zwar
wird das Orchester ein feines Vorspiel spielen und dann werden wir gleich alle miteinander die Lieder einzeln singen. Gleich das große Durcheinander. Wir werden es nicht einteilen. Ihr könnt euch das Lied auswählen, zu dem ihr Lust habt und das ihr gerade heraushört. Und wenn Daniel sich erholt hat, dann wird er dirigieren. Das ist aber viel Text, Barbara. Haben alle eine Stimme ausgesucht? Eins, zwei, drei und...
Ja, damals. Am 21. März sah die Welt, also 2020 meine ich, da sah die Welt wirklich ganz anders aus. Und ich war irgendwie in großer Sorge und dann hat mich Barbara angerufen und das hat dem Leben so einen Twist gegeben. So eine Wendung, so dieses, oder was wir mit der Feder manchmal machen und es hat so, es ist rausgeflogen und wir haben das Einsingen angefangen. Und ich habe mir mal mit 30, ist eine Weile her, sehr viel Gedanken gemacht, wie ich mir Zusammenarbeiten vorstellen könnte, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich habe mir das wirklich aufgeschrieben und so die Essenz davon rausgenommen und das, dieses Dokument gibt, habe ich immer wieder angeschaut. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass ich mit Barbara jemanden gefunden habe, wo wir so eine unglaublich schöne Zusammenarbeit haben und ich möchte mich einfach ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Und deswegen dachte ich, ich schreibe ein Lied für Sie. Und das singen wir jetzt zusammen. Ihr kennt es eigentlich. Ihr kennt den Refrain davon, aber jetzt singe ich euch zuerst die Strophe und ich singe euch auch einmal den Refrain und dann spielen wir euch auch noch einen Instrumentalteil und dann singen wir es alle zusammen. In der Frühe hatte ich besonders Mühe. Rundherum hatte die Welt ihre Freude abbestellt. Und Musik war nirgendwo mehr willkommen. Und sowieso Gesang machte allen bang. Doch am Samstag rief sodann die Bar. Wie eine Fee mit ner Idee. Lass uns was machen jeden Morgen gegen alle diese Sorgen, die der Stillstand mit sich bringt, auf dass es uns gelingt, mit dem Einsingen um neun viele Stimmen zu erfreuen, die sich zu Haus allein vielleicht noch scheuen. Wir gehen mit sanftgeführtem Voll uns den Rücken etwas dehnen, einen langen Atem nehmen und sehnen nach dem Mal, wo wir mit einer großen Zahl gemeinsam singen werden in einem Saal.
wollte ich schon immer mal machen. Oi! 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 So. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Laola im Volkshaus. Eine Laola kommt aus Spanien und das nächste Lied, das kommt jetzt eben aus. Das letzte Lied kommt jetzt eben aus Kazo. Nein, Moment mal. Der kommt aus dem Zoo aus Südostasien und heißt der Elefant. Ja, genau. Das ist jetzt eben das Kazoo. Das war eben dieses Instrument. Und der Benjamin hat gesagt, sie hat gesagt, ihr Kazoo war kaputt. Und dann hat jemand gesagt, hat das geschrieben im Chat. Und er hat geschrieben, in Winterthur gibt es Kazoo. Aber bei uns auf der Bühne gibt es einen Elefanten. Genau, Dani und ich stellen euch die Melodie zuerst einmal vor und dann geht's los. Achso, ich dachte, wir stellen den Elefant vor. Ja. Elefant von Celebes hat seitlich etwas gelebes. Der Elefant von Borneo, der hat das Gelbe vorne droh. Der Elefant von Indien, der hat das Gelbe hinten. Der Esel ist ein dummes Tier. Der Elefant kann nichts dafür. So, jetzt kennen wir alle diese sehr ernsthafte Melodie und diesen sehr ernsthaften Text. Bitte ganz gestreng singen, ja? Und als erstes setzt gestreng hellgrün ein, und zwar mit Daniel. Ach was! Dann dunkelgrün und dunkelblau mit Barbara. Dann kommen mit mir die hellblauen. Und wer da noch nicht genug hat, der kann auch mit Julia noch das Ostinato singen. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der Elefant von Celebes hat zeitlich etwas gelebes. Der Elefant.